kommt gleich. Grüß dich, Maxi. Grüß dich. Nix Süßes, Elfi, bitte. Er hat genug dabei. Ich hätte auch gar nichts dabei. Ich hab gar nicht viel dabei, nur das Bierzeug von der Mama. Nein, da kann ich dir leider gar nicht helfen. Außerdem schaut's dauernd her und geht nicht rein. Aber Geld kannst du mir geben. Da hab ich auch nichts dabei. Ist alles drin bei mir am Stand. Kommst heute vorbei auf dem Heimweg. Danke, Tante Elfi. Mach ich. Mach's gut. Ich habe deine graue Bluse nicht, weder gewaschen noch im Trockner vergessen. Felix, die kann man doch unmöglich in den Trockner tun. Du musst die Waschanleitung genauer durchlesen. Du ruinierst mir doch sonst noch meine gesamte Kleidung. Stück für Stück. Sandra. Was? Überhaupt habe ich überhaupt nichts mehr zum Anziehen. Von manchen Farben nur ein Teil. Was denn? Kommst du mal bitte? Felix, mir pressiert's wahnsinnig. Also ich finde, das ist das Falscheste, was du ihm schenken kannst. Ein Navi für einen alten Ami-Schlitten. Noch dazu ein Cabrio. Da. Vielleicht ist sie da. Was? Deine Bluse in der Reinigung. Mein Gott, natürlich. Hab sie noch selber dahin gebracht. Dich, wenn ich nicht hätte. Felix. Doppelheim. Ich lasse das Navi für den Xaver weg. Für deine Bluse, die sowieso nicht da ist. Und wir verbringen meinen freien Tag gemeinsam. Vormittag hier, mittags Hirschgarten, Nachmittag Isa, abends wieder hier. Oh, Felix, jetzt hör endlich auf, mich da Dings dazu machen. Was willst du machen, wenn ich ja sagen würde? Das war mein Vorschlag. Dann müsste dir aber eine gute Entschuldigung für den Xaver einfallen, weil das da. Das wird er nicht akzeptieren. So, und jetzt Schluss. Wir haben noch das ganze Wochenende zusammen. Obwohl, wenn ich dran denke, dass ich heute wieder an diesen Langweilerfall ran muss. Und vielleicht wird's ja heute mein Abenteuerfall. Schön wär's. Du bringst den schon hin, aller Herrgottsfrier. Ich schau mir zwei, drei Wohnungen an. Und du? Freier Tag. Aber was passiert dir denn so? Du weißt doch, wie das ist mit Maklern und Besichtigungsterminen. Na, ich meine, warum ist es so pressiert, da auszuziehen? Aber Xaver, du hast ja schon so viel für mich gemacht. Außerdem, schau, ich muss einfach auf eigenen Beinen stehen, sonst bin ich bloß ein halber Mensch. Ja. Also, bis abends. Ciao, Jimmy. Ich geb dir dann Bescheid. Stell dir vor, die fahrt jetzt weg und kommt nie wieder. Ich schaue sie jetzt mehrere Wohnungen an. Jetzt, wo es wieder wer ist mit Ausweis und so. Ja, und ich bin's dann los. Und ich hab's im Knick. Na, ob ich das aushalt, dass mir der Xaver das auch tut. Schönes Wetter heute, Elfi, oder? Meinst du, es bleibt so? Der Xaver hat seinen freien Tag. Solange er nicht mit der verbringt, ist mir das wurscht. Ich komme mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit da rauf. Das ist doch Spazierweg. Ja, Entschuldigung. Thank you.
miteinander. So ist es, Elfi. Was hast du denn da drin? Für den Camaro. Der wird heute angemeldet und dann ab in die Prärie. Zeig mal her. Gott, der Zafer. MEP 1514. EP, das bin ich, Elfi Pollinger. Und der 15. ist an Zafer sein Geburtstag. Und der 14. meiner. Ja. Na, ist er nur im Hotel? Ja, und da gehe ich jetzt hin. Na, pass ein bisschen auf meinen Stand auf, ich bin gleich wieder da. Lies einmal. MEP 1514. Das sind die Nummernschilder vom Auto von Xaver, was Sie heute anmelden. Elfi Pollinger und Xavers Geburtstag. Und dahinter ist meiner. Was sagst? Respekt. Du bist einfach die Frau meines Lebens, Elfi. Xaver, das ist für mich mehr als Weihnachten und Ostern zusammen. Felix wartet. Zimmer haben bei Ihnen. Aber natürlich. Einzel oder Doppel? Einzel. Mei, das ist ein Mädchen. Die ist ja noch ganz klein. Jemmi. Die ist ja noch nicht einmal einen Monat alt. Jemmi. Ach, Xaverl, weißt du noch, wie ich mit Maxi heimgekommen bin? Da war er gerade 3 Tage alt. Ach, das ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre her. Jemmi. Sag mal, wo bist denn du? Ja, Jemmi, die ganze Zeit. Ich kann aber schon ein Zimmer bei Ihnen haben. Aber selbstverständlich. Dann sag halt, Xaverl, was du sagen willst. Ja. Wir holen jetzt das Auto beim Zagreb und dann fahren wir raus aufs Land. Das hast du mir ja schon gestern erzählt. Komm jetzt. Also, wir fahren jetzt. Zimmer 15 im 3. Stock. Und das mit der Anmeldung, das machen wir später. Sie wollen sich sicher erst ausruhen. Lift ist da. Thank you.
Unfall oder Motor? Nein, das Übliche. Das ist einfach die Art, wie Neureiche parken. Hast dein Auto schon? Sein auf dem Weg. Und dann ab nach Salzburg zum Café, oder? Starnberger See. Reicht fürs Erste. Distanzmäßig. Ach, fährst du selber? Man muss es am Anfang nicht übertreiben. Außerdem will ich ans Wasser. So, und jetzt wird's richtig teuer. Da unten auch. Die holen sich jetzt alle eine Bestätigung von uns. Und dann muss der die ganzen Taxis zahlen. Seit einer halben Stunde steht der auf den Schienen da. Dafür stehen Sie mitten auf den Tramgleisen und blockieren den ganzen Verkehr, die Maximilianstraße rauf und runter. Sie haben aber schon Nerven. So, Sie sollten zurück ins Geschäft, meine Damen, hier sind Sie nur unnütz. Sie sehen schon, was Sie hier anrichten. Das müssen Sie alles bezahlen. Die ganzen Taxifahrten werden alle Ihnen in Rechnung gestellt. Plus die Strafe. Da liegen Sie jetzt einmal locker bei 1500 Euro. Hier ist meine Karte, jetzt hole ich mal die zweite Ladung. Vollspalten für über 1000 Euro. Ah, und wenn's 10.000 kostet, das ist doch der Wurscht. Viel Spaß noch mit der Dame. Autonummer haben Sie alles, der Wagen ist übrigens gemietet. Ich muss jetzt nämlich wirklich los, denn mich erwartet heute noch was sehr Schönes. Vielleicht Reis für Flensburg. Führerschein weg. Ich fürchte nicht. Du schau dir das an. Wegen 150 Meter macht die so einen Aufstand. Schlüssel steckt alles, was drin ist, in die Junior Suite und es pressiert. Was ist eigentlich in dieser gelben Tüten drin? Nichts Wichtiges. Sag doch mal her. Habe ich als Geschenk gedacht, bin mir aber nicht sicher. Muss man nur noch sagen, was in dem Geschenkpapier drin ist. Ich wollte ihm sozusagen zur Einweihung ein Navi schenken. Ein Navi? In dieses Auto? Besser nicht, oder? Also, was ist jetzt? Wo bleibst denn? Viel Glück, heute und immer. Was hast du in der gelben Tüte? Nichts Besonderes. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Mitteilung und Suchmeldung. Aus der Neugeborenenabteilung eines städtischen Krankenhauses im Münchner Norden wurde vor 2 Stunden ein neugeborenes Mädchen entführt. Wir haben frei. Über die Person oder Personen liegen nur vage Beschreibungen vor.
Es soll sich um eine ca. 30 Jahre alte Frau handeln, die einen langen beigen Sommermantel trägt. Die Polizei hat für den gesamten Bereich der Innenstadt eine Großfahndung ausgerufen. Sachdienliche Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle. Wir haben frei gehabt. Ihre Hände? Wo war's? In Ihrem Auto. Ja, wo sonst? Aber wo im Auto? Da bin ich momentan überfragt. Momentan? Also für einen freien Tag schaust du ganz schön beschissen drin. Geh mal rein. Was hast du denn in der Tüte drin? Nichts Besonderes. Ja, dann sag's halt. So ein Geschenk für einen Xaver sein, wegen seinem Auto. Ja, dann gib's ihm halt. Ich bin mir nicht sicher. Was ist es denn? Ein Navi. Ein Navi für das Auto? Kommt ihr dann rein oder soll ja, ich? Ja, wir sind schon da. Du meinst, das ist die Frau, die hier bei uns. Ja, hast du das schon mal erlebt, dass eine Frau allein mit einem Baby eine Woche nach der Geburt bei dir einschickt? Wo ist denn die jetzt? Auf 315. Ist sie immer noch oben? Ja, wenn sie unten wäre, hätte ich es gesehen. Hat die ihr Anmeldeformular schon ausgefüllt? Wollten wir später machen. Dann ruft sie es jetzt an und sagst, sie soll runterkommen und das Anmeldeformular ausfüllen. Wenn sie es nicht macht, kommst du hoch. Und jetzt? Jetzt gehen wir hoch. Komm. Jetzt renn doch nicht so. Hallo? Ich war jetzt mit dem Anmeldeformular da. Ist es 316 belegt? Nein. Also? Hast du einen General? Den kriege ich aber wieder.
Also, das ist die stillgelegte Verbindungstür. Du da, ich da. Leise. Sperr auf. Vorsicht! Da ist eine zweite Tür. Jetzt die nächste. Alles in Ordnung? Hallo? So antworten Sie doch. Ist mit Ihnen und dem Kind alles in Ordnung? Ich will Sie nicht belästigen, aber ich mache mir halt Sorgen. Da draußen. Lassen Sie mich in Ruhe. Bleiben Sie draußen. Wenn Sie reinkommen, dann springe ich aus dem Fenster. Mit dem Kind. Allein durch. Jetzt machen wir erst einmal Möglichkeit Nummer 3. Ich kümmere mich um die Kleine, sonst weint die anderen so weiter. Xaver, du besorgst Windeln, die allerkleinste Größe, und lass dir welche geben, wo der Gummizug am Bein nicht so eng ist. Babyöl, Feuchtis. Feuchtis? Ja, so heißen die. Und Säuglingsnahrung, am besten für Allergiker. Da sind wir auf der sicheren Seite, von allem nur das Beste. Und warum ich? Weil ich den Flur bewache. Und wo? Beim Bernreder wohnen sonst und die Säuglingsnahrung in der Apotheke nebenan. Und jetzt mach, Xaver, in 5 Minuten bist du wieder da. Jetzt schick die halt. Jetzt dann aber. Wie geht das aus, Irmi? Ja, wenn wir wüssten, warum, dann vielleicht gut. Frag sie. Und wenn's springt? Ja, wenn sie bei dir springt, dann springt sie beim SEK auch. Und die kommen, wenn wir kein Glück haben. Schon zu Ende? Oder hat's noch gar nicht angefangen? Was? Ja, eure Jungfernfahrt. Oder ist er schon hinter Camaro? Ja, nein, wir sind schon so gut wie unterwegs. Du sag mal, du hast nicht zufällig eine Frau mit einem Baby in der Traubtasche gesehen? Wieso? Die suchen wir nämlich. Wir sind ein paar hundert. Du hast das Kind gekidnappt. So jemand findest du doch nie. Keine Personenbeschreibung, null, nix. Und wegen so einer blöden Amsel mobilisieren wir ganze Hundertschaften. Packen wir's. Ja. Die Ursula und ich, wir kennen uns jetzt seit 9 Jahren. Und die ersten 5 Jahre, die waren ein Traum. Ich war, also
ich bin ihre große Liebe und auch umgekehrt. Aber dann ist sie halt immer noch erfolgreicher geworden und damit immer weniger da. Jetzt war sie 2,5 Monate in Amerika und heute da für einen Tag. Da wollte sie erst gar nicht heimfahren, sondern dass wir uns im Hotel treffen. Also gut, sie wollte mich schon in der Klinik abholen. Aber andererseits war mir das dann auch ganz recht, dass wir uns im Hotel treffen. Da muss ich nicht so viel erklären. Und dann wieder weg für 3 Wochen. Und dann wollte sie mit mir nach Frankfurt zurück. Aber ich will nicht nach Frankfurt. Aber wenn die Ursula was will, dann will die das und dann kriegt die das auch. Immer. Außer ein Kind. Zusammen mit Ihnen. Ja, ich will kein Kind. Ich wollte noch nie ein Kind und ich mag das alles nicht. 5 Jahre haben wir das schönste Leben und plötzlich wollte sie ein Kind. Aber ich will keins und ich krieg auch keins. Ich kann das gar nicht. Ich kann keine Kinder kriegen. Warum haben Sie das nicht gesagt? Sinnlos. Absolut sinnlos. Wenn die Ursula sich was in den Kopf gesetzt hat, dann muss das auch so sein. Ja, aber hat die denn nicht gemerkt, dass sie nicht schwanger sind? Also waren. Ich habe mir 5 Kilo draufgefressen. Und dann war sie auch kaum da. Die letzten 3 Monate gar nicht. Warum hat sie dann selber keins gekriegt? Ein Kind für sie beide? Nein, weil. Dann müsste sie ja in ihrem Beruf so lange aussetzen. Und dann wäre sie auch unglaubwürdig, weil sie gilt ja als die Paradelesbe. Und dann auf einmal so ein Bauch. Und es gäbe natürlich blöde Fragen. Nee, das kann sie sich in ihrer Position gar nicht leisten. Das muss dann schon die kleine Efi erledigen. Die ist ja bloß die Physiotherapeutin. Und dann sind Sie heute losmarschiert und haben sich einfach ein Baby im Krankenhaus gekidnappt. Nein, ich hätte es ja wieder zurückgebracht, also noch heute Abend. Wenn es dann alles vorbei wäre und sie wieder weg und. Und warum sind sie dann nicht ins Hotel? Weil da so viele Polizeiautos waren. Und wo? Vor dem Hotel 4 Jahreszeiten. Ich gehe jetzt zum Direktor Metzger und erzähle ihm, was hier läuft. Dann hole ich diese Warte. Lesbe Ursula aus dem 4 Jahreszeiten. Die soll sich auch um das Kind kümmern. Okay? Hände auf dich, wenn es ist. Ja. Also, wir machen in Sachen gekidnapptes Baby eine Sonderkommission aufgeteilt in 2 Bereiche. Einmal der Bereich in und um das Krankenhaus, das machen Sie, Frau Holzapfel. Und dann zweitens die Koordination der Fahndung im gesamten Stadtgebiet. Sie müssen ihn aus der Sitzung rausholen oder mich reinlassen. Ich kenne den Direktor Metzger, das war der Kollege von meinem Vater. Das weiß ich doch, Herr Kandler, aber es gibt Momente, da kann ich weder das eine noch das andere. Laut bisherigem Stand gibt es nur einen direkten Zeugen. Das ist ein Patient, der wohl oft am Eingang der Notaufnahme steht, um dort zu rauchen. Und eine Schwester auf der Neugeborenenstation, die behauptet nur, dass sie eine Krankenschwester gesehen hat, die sie vorher noch nie gesehen hat. Na gut, das muss ja nichts heißen. Ich fahre jetzt selber zum Krankenhaus hin. Es geht um Leben und Tod. Darum geht's in der Sitzung auch. Ich brauche in 1 Minute. Mutter, Facharbeiterin bei Siemens. Also, Erpressung, Lösegeld etc. eher ausgeschlossen. Was
meine Handynummer, er soll mich anrufen, dringend. Es geht um die Babysache. Ich auch. Und was machst du hier? Wo ist der Xaver? Der hat Probleme. Mich besorgt was, dass er die nicht mehr hat. Aha. Ja, so ist es, wenn man Oldies fährt. Hat er sich gefreut über das Navi? Ich hab's ihm noch nicht gegeben. Und du? Großer Einsatz, Baby entführt. Details heute Abend. Ciao. Ein Flascherl haben sie schon mal gegeben. Ich glaube, dann sollten wir es jetzt wickeln. Na, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Hier. Das ist alles, was Sie brauchen. Wo haben Sie das her? Wer ist da noch draußen? Ist da die Polizei? Ich spring. Ich hab's Ihnen gesagt. Hören Sie, Evi, hier ist keine Polizei. Ich sag Ihnen, was Sie machen müssen, wie das geht. Ich bin selber Mutter. Aber ich bin keine Mutter und ich will auch keine sein. Sind Sie Frau Ursula Bauer? Ja, und? Kann ich gehen? Ja. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich aber nicht mit Ihnen. Was ist denn? Es handelt sich um Ihre Es handelt sich um Eva. Was ist mit meiner Frau? Ich bin von der Polizei. Kommt herein. Also, was ist los? Was ist denn mit Eva? Na, drehen Sie endlich. Ich warte schon seit Stunden auf Sie. Ich habe alles vorbereitet. Ja, ich habe Sie gesehen, als Sie das alles besorgt haben, ja. Ihre Frau, einigen wir uns darauf, ist am kürzesten, also. Ihre Frau ist in einem anderen Hotel. Oh, so ein blöder Mist. Ich hab da echt. Was ist mit dem Kind? Was ist mit unserem Baby? Das ist nicht Ihr Baby. Das ist sehr wohl unser Baby. Das ist auch nicht Ihr Baby, also das von Ihrer. Mein Gott, ist das so schwer, Frau! Ihre Frau Eva hat heute vor ein paar Stunden ein Baby gestohlen aus dem Krankenhaus. Um es Ihnen anschließend in diesem Hotelzimmer als das eigene gemeinsame zu präsentieren. Und am Abend, wenn Sie wieder abgechattet sind, wollte sie es zurückbringen. Und jetzt sitzt sie in einem Hotelzimmer keine 10 Minuten von hier und weiß nicht mehr, was sie machen soll. Und droht damit, das Baby umzubringen. Und bevor Sie jetzt irgendeinen Mist erzählen, begleiten Sie mich besser, wenn Ihnen was an ihr liegt, an Ihre Frau. So ein Mist. Mit dem Taxi dauert's 15 Minuten. Wenn wir laufen, 5. Also dann. Dass Sie von Laufen war die Rede. Jetzt machen Sie mal nicht auf männlich. Das kann ich besser, wenn ich. Darf ich? Bitte. Chef? Ja, pressiert's jetzt, oder was? Ja, das muss sein, weil sonst haben wir einen kleinen Aufstand bei Ihrer Frau. Dagegen war ein Verkehrschaos heute Vormittag eine Kinderspur. Kandler. Herr Direktor, Folgendes. Jetzt passen Sie mal auf, Kandler. Sie und der Xaver-Battel, Sie haben genau 30 Minuten Zeit, um die Sache wieder mal auf Ihre Art zu regeln. Und nach 30 Minuten, Kandler, kommt von Ihnen die Entwarnung. Und wenn nicht, dann rücken wir an. Und das Kommando, das übergebe ich dann Ihrer Frau, ja? Meiner Frau? Sehr schön. Ach nein. Haben wir beiden die gleichen Probleme? Dieser Kandler überrascht mich immer wieder.
Der damals schon sein Vater. Jetzt schauen Sie so kariert vor euch draus, Güttel. Ich schimpf Sie schon nicht. Wir ziehen jetzt die Truppe vom Krankenhaus ab. Die kommen zurück ins Präsidium. Und die Gruppe Innenstadt bleibt in Bereitschaft. Ja, soll das jetzt alles ich machen, nein, oder was? Nein, 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 das mache ich schon selber. Wahrscheinlich schafft er das wieder einmal. Dieser Kantler. Ein Moment noch. Jetzt legen Sie es langsam und ruhig zurück. Jetzt schlaft erst einmal, weil Sie kalten haben. Kann ich Sie noch länger halten? Ja, freilich. Ich habe gedacht, das wäre dir nicht zu viel. Eva? Ja? Hier ist jemand für Sie. Nicht erschrecken, keine Angst. Es ist keine Polizei da. Ich lege Sie nicht rein, das habe ich Ihnen versprochen. Habe ich das? Ja. Und habe ich Sie reingelegt? Nein. Wer ist da? Ich glaube, dass das, was Sie gemacht haben, nicht Ihre Schuld allein ist. Das ist eine Sache von Ihnen beiden. Und der zweite Teil, der wäre jetzt da. Eva. Darf, also kann Ihre Partnerin zu Ihnen reinkommen? Nein. Die soll wieder weggehen. Eva! Du sollst wieder weggehen! Ja, wenn du das wirklich willst, dann tue ich das. Aber ich bin gekommen, um dir zu helfen. Eva, wir lieben uns. Ich möchte nicht, dass du mich einfach so wegschickst. Dass du niemanden reinlassen willst, das kann ich ja verstehen. Aber ich bin kein Niemand. Eva, jetzt legen Sie erst einmal das Baby in die Tragetasche zurück. Dann sperren Sie die Tür auf und lassen Ihre Partnerin rein. Frau! Und wenn es nichts bringt, dann passiert auch nichts. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, es wird nichts anders passieren. Wir sind nicht da. Nein, nein, lass die Tür auf. Das geht nur Sie zwei was an, das will ich gar nicht wissen. Das ist schon richtig, oder? Ich glaub schon. Ich bin so allein. Ach. Du hast mich so allein gelassen. Die ganze Zeit. Ich denke, wir sollten zurückgehen, was uns nicht gehört, Eva. Ja? Ja. Hier. Das gehört uns nicht. Tun Sie, was Sie tun müssen. Wir bleiben in dem Zimmer, meine Frau und ich. Mm-hmm.
Ja, Kandler hier. Herr Direktor Metzger, Entwarnung. Baby gesund, normales Kommando reicht. Hotel am Markt. Dieser Kandler. Der Sohn von Ihrem besten Freund halt. Willst du nicht zum Starnberger See? Freilich. Haben wir gerade verpasst. Ausfahrt. Umdrehen geht nicht. Über die Wiesen können wir auch nicht fahren. Dann kommen wir auf Gegenspur. Was lass ich jetzt machen? Sag's. Ich fahr jetzt weiter an die nächste Tankstelle und kauf mir so einen elektronischen Wegweiser. Navi. Genau. Moment. Alles Gute zu deinem Auto. Was ist da drin? Ein Navi. Espresso in München gehen wir mir jetzt richtig. Hallo? Wenn du bitte mal den Anfang liest und bitte laut, ich kann es gar nicht oft genug hören. Aus Hundertschaften der Polizei, zwei Sonderkommissionen der Kripo nicht gelang, haben zwei normale Polizisten und eine beherzte Mutter und Hoteliersfrau geschafft. Sie haben das gekidnappte Baby befreit, friedlich schlafend. Ich war eine der Sonderkommission. Und da treffe ich noch meinen Mann und was macht der? Erzählt mir kein Sterbenswörtchen, dass er die Nummer schon längst mit dem Polizeidirektor abgesprochen hat. Das ist ein Hammer von Skandal, Felix. Ich stehe da wie der letzte Idiot. Danke, Felix. Herzlichen Dank, mein Mann. Bitte, meine Frau.